Seit 1848 bietet die älteste deutsche Pfeifenmanufaktur Pfauen in Nürnberg Pfeifen, Filter, Tabake und Accessoires von höchster Güte. Erstklassiges Bruyère-Holz, das im Mittelmeerraum wächst, ist das hochwertige Rohmaterial für eine echte Pfauen. Nur 10% der Wurzelknollen können zu Kanteln für die Pfeifenfertigung verarbeitet werden. Die Rohform des Pfeifenkopfes wird an der Kopierfräse erstellt. Übrigens der einzige automatisierte Arbeitsgang bei Pfauen. Jeder einzelne Pfeifenkopf-Rohling wird einer genauen Qualitätsprüfung unterzogen und in verschiedene Qualitätsstufen eingeteilt. Dabei ist die Schönheit der Maserung und die Anzahl der Fehler im Holz entscheidend. Die Bohrung des Zugloches wird fachmännisch ausgeführt, sodass sie genau am Boden des Tabakraumes mündet. Pfeifen von besonderer Qualität erhalten ihr Erkennungsmerkmal, den weißen Punkt auf dem Mundstück. Pfeifenkopf und Mundstück werden durch geübte Frauenhände nahtlos verschliffen. Für eine besonders samtige Oberfläche und eine kontrastreiche Maserung wird der Pfeifenkopf mehrfach hintereinander gebeizt und geschliffen. Durch intensives Polieren mit Wachs wird die Oberfläche des Pfeifenkopfes und das Mundstück auf Glanz gebracht. Der Tabakraum wird mit einer speziellen porösen Einrauchpaste versehen. Ein lästiges Einrauchen der Pfeife ist damit überflüssig, da das Holz von Anfang an geschützt ist. Nach über 60 Handarbeitsgängen erhält die echte Pfauen ihre Auszeichnung. Pfauenstempel und Modellnummer. Pfauen stellt pro Jahr über 50.000 Pfeifen her. Aus über 250 verschiedenen Pfeifenmodellen kann jeder Pfeifenliebhaber seine persönlichen Meisterstücke auswählen. Zu jeder neuen Pfeifenfüllung gehört auch ein neuer Dr. Perl Junior Aktivkohlefilter. Denn nur die optimale Filterwirkung garantiert Rauchvergnügen pur. Der Filter wird mit der blauen Kappe voran in das Mundstück eingesetzt. Durch leichtes Hineindrücken wird ein optimaler Passsitz erreicht. Der Dr. Perl Junior Aktivkohlefilter, den es bereits seit 1934 von Pfauen gibt, ist nicht ohne Grund weltweit der meistgekaufte Pfeifenfilter. Pfeifenkenner schätzen seine außerordentlich hohe Absorption von Feuchtigkeit, Teer, Nikotin und anderen Schadstoffen aus dem Rauch. Der Geschmack des Tabakaromas wird dabei nicht beeinflusst. Nur ein optimal befüllter Filter bietet die Gewähr für eine hohe Wirksamkeit. Der Tabak wird unten locker und nach oben etwas fester gestopft.
Ein Einrauchen von Pfauenpfeifen ist nicht nötig. Beim Anzünden wird die gesamte Oberfläche des Tabaks durch eine kreisende Bewegung in Brand gesetzt. Der aufquellende Tabak sowie die Glut werden während des gesamten Rauchvorganges mit dem Pfeifenstopfer immer wieder leicht festgedrückt. Der Genuss des Pfeiferauchens ist dann am größten, wenn nur so oft und lange an der Pfeife gezogen wird, dass die Glut gerade nicht erlischt. Ist der Tabak zu Ende oder geht am Schluss die Glut immer wieder aus, wird der Inhalt ausgeklopft. Nach jedem Rauchvorgang wird der Luftkanal und die Holmbohrung mit einem Pfeifenreiniger von Pfauen gereinigt. Vor dem erneuten Genuss sollte am besten die Pfeife einen Tag ohne Filter ruhen und austrocknen. Pfauen. Der Pfeifenmacher aus Leidenschaft seit 1848.